Jo, hi Leute, hier bin ich wieder, euer Chiki Bau und ja, heute geht es mal nicht um Mac-Attacks und so weiter, sondern es geht eher, nein, eigentlich geht es auch nicht um alles. Es geht heute mal um Pokémon-Karten. Schwarz und Weiß, Plasma Frost, wie so eine kleine Tinbox, nur halt nicht als Tin, sondern als Papierteil. Okay. Falls ihr das euch nochmal durchlesen wollt, ich lese es jetzt auch kurz vor. In dieser Packung findest du 60 Pokémon-Karten inklusive einer speziell ausgewählten holographischen Karte, eine Münze, Kartenliste, Schadensmarken, eine Kartenbox, Spielunterlage für zwei Spieler, Spielregeln, eine Codekarte. Auf dieser Karte findest du den Zugangscode, ja, Code, mache ich glaube ich eh nicht. Ja, okay, ich mache mal einmal die Box auf. Ah ja, hier vorne drauf haben wir, glaube ich, bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, einen Folipurba, weil das ist hier auch. Und ich finde, es sieht ihm ziemlich ähnlich oder vielleicht so ein ähnliches Ding, halt von derselben Rasse, sage ich jetzt mal. Ich kaufe mir vielleicht auch öfter Pokémon-Karten. Und ja, hier sieht man auch gleich schon diese Folipurba-Karte. Und dann der Chip und hinten dran noch so Spielzeugs. Okay. Ah, oh, das ging ja leicht. Okay. Das breite ich jetzt mal nicht aus, weil das sieht ziemlich groß aus. Das Spielfeld für Pokémon. Okay, dann hier so die Punkte für das Spiel. Wer das Spiel braucht, ja, melden dann hier, glaube ich, sind noch so Spielregeln. Und hier cool, ein Pokémon-Chip. Cool, was ist das? Das Zeichen habe ich, glaube ich, schon mal gesehen. Vielleicht war es sogar in einem Video, ich weiß es gar nicht. Und dann unsere Special Card, halt unsere Holo Folipurba. Weiß ich jetzt nicht, was ich dazu sagen soll. Kann ich, glaube ich, jetzt auch nicht so viel dazu sagen. Ich bin nämlich nicht so Pokémon aktuell oder sowas. Ich gucke da auch ein paar Videos, aber ich weiß jetzt nicht, ob sowas ein bisschen wertvoll ist oder nicht. Packen wir mal direkt in eine Hülle rein. Kamera ein bisschen näher dran. Ach ja, es geht ja heute nicht darum, sondern um diese Box, die wirklich eigentlich ein sehr schönes Design hat. Ja, so machen wir's. Und den Rest alles hier mal weg. Entschuldigung, wenn da auch dieser Balken im Hintergrund ist. Das ist alles noch wegen Umbau und so weiter. Und so weiter und so weiter und so weiter. Bla bla bla. Okay, dann hier meine Holo. Folipurba und hier im Trainer-Herausforderung, ja, Online-Kartendeck. Den tue ich, oder Online-Code, den mache ich mal zur Seite. Und hier wieder eine coole Box mit wieder Folipurba, denke ich. Hoffe ich jetzt mal. Sagt mir bitte, alle Pokémon-Sammler, ob das auch dieser Folipurba ist. Es hat schon ziemlich Ähnlichkeit. Wieso geht jetzt die Box hier nicht auf? Okay, 60 Pokémon-Karten. Ziemlich cool. 6,50. Ich habe keine Ahnung, ob davon irgendwas gut ist. Da haben wir als erste Karte ein Energiepunkt. Kurz Licht an. Ausgemacht. Energiepunkt. Nochmal, den habe ich also doppelt. Nochmal. 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 Energiepunkte. Tausende Energiepunkte. Hier noch eins, zwei, drei. Ist es normal, dass da so viele Energiepunkte dabei sind?
ich weiß es nicht, hochwertiger Energiezugewinn, Gekka-Bohr, cool, der sieht cool aus, Slimog, ein Energie, Staravia, ein Trainer, Trank, Evoli, wieder eine Energie, Pokémon, Kommunikation, auch ganz cool aus, Entschuldigung Leute, ich komme gerade nicht so richtig klar mit den ganzen Karten hier so nebenan, die ich jetzt einmal hinlege und so, der Pokémon Kommunikation, Tanhell, Makabaya, Slimer, Trainer, Energiesuche, wieder Energie, Siana, Staralili, Kokuna, ach, schon wieder Energie, oh, Entschuldigung, jetzt ist die Kamera umgefallen, machen wir direkt da weiter, wo wir drauf gehört haben, schon wieder eine Energie, Metang, Bibor, Trainer, Plasmaball. Ach so, das war aus Schwarz Pokémon, Schwarz-Weiß Plasma Force, glaube ich. Trainer Team Plasmaball, Staravia, Horn Liu, Trainer Finistrio, Evoli, habe ich jetzt, glaube ich, doppelt, weiß ich aber nicht. Energie, Gekka-Bohr hatte ich auch schon, Trainer Energie zu gewinnen, weiß ich gerade nicht. Tanhell hatte ich, glaube ich, schon. Slimer auch. Sind es auch die gleichen Karten oder nicht? Dann Energiesuche. Hier Energie. Pokémon-Kommunikation. Makabaya hatte ich auch schon. Schon wieder Evoli. Ist das eine andere Karte? Metang, den hatte ich glaube ich auch. Schon wieder ein Energie. Staralili. Kokuna. Echnatol, den hatte ich jetzt noch nicht. Trainerteam Plasma Rüpel. Schon wieder Tanhell. Team Plasmaball, Energie, Energie zu gewinnen, Psyana, schon wieder Evoli, oder ein Evoli, keine Ahnung, Energie, ein Hornliu, und, oh, ja, Folipurba. Ich kaufe mir auch bald noch Packs, denn ich will auch mal eine coole Rare oder sowas, oder was das ist. Auch in Videos immer so Rare Reverse, keine Ahnung, was das zu bedeuten hat oder so. Ja, vielleicht steht auf den Packs drauf oder so, keine Ahnung. Ja, das war auch mein Pokémon Opening. Wer ein oder zwei Karten braucht, ja, da wird der. Ah ne, doch nicht. Egal. Wer noch ein, zwei Karten braucht, der soll es mir bitte schreiben. Und ja, ich tausche auch Pokémon gegen Pokémon. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen. Ja, bis zum nächsten Video. Euer Chigibau und ciao.